Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Heroes Omega. So, in dieser Episode wird es kalt, denn wir wollen nach Norwegen, aber vorher reden wir mal mit der stellvertretenden SHIELD-Direktorin Maria Hill. Ein frostiger Empfang. Meldest du dich zum Dienst? Director Fury hat mich hierher zum Helicarrier bestellt, um dich über die sich in Norwegen entwickelnde Lage zu informieren. Hier ist der Notruf, der von unseren Agenten einging, die in Norwegen im Einsatz sind. Wiederhole. Das hier ist ein Stufe 1 Notruf von Shield Agent Nugent. Laut Dr. Selvig werden wir von Frostriesen angegriffen aus dem... Moment. Asgardischen Reich von Jötunheim. Wir haben nicht das Personal, um mit irgendeiner Monsterinvasion fertig zu werden. Ich brauche Verstärkung großen Kalibers. Schnell! Verteidigt die Flanke! Lasst sie nicht! Ihr habt ihn gehört. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Einer meiner Piloten bringt euch nach Norwegen. Und richtet diesen Asgardern aus. Ich mag es nicht, wenn ihre Probleme zu meinen Problemen werden. Diese erbärmlichen Sterblichen. Sie sehen nur die unmittelbaren Probleme vor sich, nie den gesamten Plan. Oh, Vater. Du hast einen ungünstigen Augenblick für deinen Odin-Schlaf gewählt. Mit Hilfe der Macht des kosmischen Würfels der Sterblichen habe ich Portale geöffnet, die Asgards Feinde bis an seine Tore bringen. Während meine neuen Verbündeten die Stadt erobern, beanspruche ich den Thron und herrsche selbst über Asgard. Malekith, Curse und die übrigen Dunkelelfen waren nur allzu bereit, ihre lang gehegte Wut auf Asgard in die Tat umzusetzen. Ich sollte mich wirklich bei Victor von Doom bedanken, wo immer er sein mag, dass er mir unwissentlich zu meinem größten Sieg verholfen hat. Manchmal vergesse ich, wie nützlich Sterbliche sein können. Oh wow, noch nie sowas Schickes wie das hier gesehen. Ich habe einen SHIELD-Piloten, der dich direkt nach Norwegen bringt. Finde Agent Duggan und sein Team und riegle den Bereich ab. Das werden wir tun. Und zwar jetzt sofort. Wir reisen nach Norwegen. Kriegen einen frostigen Empfang bereitet. Auf geht's, Freunde. Ja, Loki, der Drahtzieher von all dem hier, hat mit seinem Plan aus der Niederschlagung von Doom profitiert. Und hier ist Dam-Dam Duggan oder Jim Duggan. Hey! Viel Glück. Du wirst es brauchen. Danke, dass du uns zur Seite stehst. Ich wurde mit meinem Team hierher entsandt, um Berichte über Hydra-Aktivitäten nachzugehen. Aber niemand hatte was von Monstern erwähnt. Horden von Hydra waren nie ein Problem für mich. Aber wenn es sich um Frostriesen handelt, könnte ich Verstärkung gebrauchen. Unser Shield-Techniker ist mit einem Team vorausgegangen, um die Riesen zu untersuchen. Die schlechte Nachricht ist, dass wir ein paar Minuten den Kontakt zum Team verloren. Und seitdem nichts mehr von ihm gehört haben. Wie du siehst, sind wir damit beschäftigt, hier die Stellung zu halten. Hast du vielleicht Lust, das Team zu suchen? Na klar, wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Also machen wir das einfach mal. Die halten hier die Stellung. Wir haben hier einen neuen Wegpunkt, nämlich Fjord von Norwegen. So, dann marschieren wir mal los. Wir müssen hier nach Norden. Wie soll es auch anders sein? Und ihr seht es, hier sind überall Hydra-Agenten unterwegs. Weil Hydra sollten die ja untersuchen. Also Hydra versucht ja auch noch irgendwie zu profitieren von irgendetwas. Keine Ahnung, was die genau hier vorhaben. Auf jeden Fall ist es generell ein schlechtes Zeichen, wenn Hydra hier ist. Also sorgen wir mal. Oh, Geist von ihm hier. Entschuldigung. Diesen Gegenstand behalten wir einfach mal. Den sammeln wir mal so nebenbei. Hier haben wir noch ein Tagesgeschenk. Sehr gut. So, weiter geht's. Was ist das denn hier? Grim Reaper ist da. Komm, die gehen wir mal besuchen. Hey, Reaper, alte Socke. Ergib du dich doch mir. Nein, bist du nicht. Wir sind unbesiegbar.
Die hat natürlich die Möglichkeit. Oh mein Gott, dieser Damage, was ist das? Irgendwas hat gerade richtig kranken Damage verursacht. Keine Ahnung, was das war. Ich glaube mal, es sind ein paar von diesen Hydra-Soldaten, die da aufgetaucht sind. Hier ist ein beweglicher Gürtel, den sammle ich mal ein. Und dann blitzrisieren wir doch mal ein bisschen mit Rückrufüberladung. So, wir haben ihn fast geschlagen. Yes, es ist soweit. Grandios. Ich würde ja einen Siegestanz hinlegen, aber ich habe zwei linke Füße. Okay, was hat Fury hier gesagt? Es wäre mir fast lieber, wenn Hydra und die Dunkelelfen das unter sich ausmachen würden. Ja, da sagst du was. Mir wäre das auch lieber. Aber man kann sich aussuchen. Hier, Captain Rogers ist online und levelt gerade Cyclops. Ach ja, so, wir machen gerade mal weiter, beziehungsweise gehen wir hier dort drüben hin. Denn hier ist ja auch unsere Quest. Und unsere Quest besagt, mit ihm hier reden, ein frostiger Empfang. Finde den Shield-Techniker. Hey, Shield-Techniker. Mann, ich bin froh, dich zu sehen. Wir haben gerade einen Notruf von einem unserer Trupps da draußen in der Wildnis empfangen. Der Trupp war damit beauftragt, eine mächtige Energiequelle für Beast ausfindig zu machen. Sie hatten gerade einige außergewöhnliche Signale durchgegeben, als sie kurz darauf angegriffen wurden. Wir wissen nicht, von wem oder was oder an welchem Ort der Kontakt Der Kontakt brach ab, als sie gerade ihre Position durchgeben wollten. Wenn es dir gelingt, ihren letzten bekannten Aufenthaltsort zu finden, kannst du sie vielleicht retten. So. Da hinten ist wohl ein neuer Event. Ich weiß gar nicht so genau, was ist. Alpha-Team finden. Komm, wir machen das. Weil wir finden mal das Alpha-Team. Nicht vergessen, trotzdem alles wegzuprügeln, was sich uns in den Weg stellt. Oder wegblitzerisieren mit unserem Turbo-Modus. So, ich gehe jetzt mal hier rüber. Wir gehen einfach mal von einem Event zum nächsten. Das ist ein riesen Schneegebiet hier. Ja, also, man kann sich nicht wirklich verlaufen, wenn man einfach nur nach Norden läuft, dem Questhelper folgt. Und ich werde auch früher oder später hier alles aufgedeckt haben. Aber erstmal will ich hier zum Alpha-Team. Wenn es das dann ist. Zwölf Teams. Ach, Feinde. Nein, nicht Finde, sondern Feinde heißt das. Zwölf Feinde sollen wir besiegen. So, wir haben sie besiegt. Jetzt kommen sechs Feinde. Welche auch immer das sind. Ach, diese da. Solche Helios-Max. Auch hier gibt es natürlich wieder Höhlen, in die man reingehen kann. Ganz klar. Das ist aber so ein Gürtel und wir machen jetzt Rückrufüberladung. Lädt unser Mana schön auf. Und wir haben die Gegner geschlagen. Grandios, suche das Bravo-Team. Das Bravo-Team ist da unten. Komm, das machen wir auch gleich mal. Hier sollen wir wohl auch wieder eine gewisse Anzahl an Feinden besiegen. Wir müssen die Leute auch beschützen, wie ihr sehen könnt. Da oben ist nämlich eine Anzahl an grünen Figuren. Und das zeigt, wie viele von denen Shield Agents noch am Leben sind. Wenn die alle tot sind, besiegt wurden, haben wir natürlich versagt. Also machen wir doch mal ein paar Blitze hier. Eins. Da gibt es noch ein paar kleinere, die uns nicht so interessieren. Ein paar kleinere Gegner. Ihr seht ja, wir müssen nur die großen platt machen. Deswegen habe ich kurz gewartet, bis mehrere von denen da sind. So, perfekt. Jetzt sollen wir das Charlie-Team finden. Das auch gleich hier oben.
Machen wir auch gleich mal. Ich weiß gar nicht. Ach ja, hier sind die Gegner, die wegpusten sollen. Glaube ich zumindest. Und dem Schwierigkeitsgrad nach zu urteilen, glaube ich mal, dass das jetzt das Letzte ist. Weil wir ja, weil wir es ja hier jetzt schon mit goldenen Gegnern zu tun haben. Dauerhaft goldene Gegner. Hydra! Nix Hydra! So, jetzt kommen wieder 6 goldene Gegner, glaube ich. Den hier zum Beispiel, guckt euch den mal an. Hydra Kraftbrecher. Wir haben ja bald wieder unsere Signature, da ist sie schon wieder. Sehr gut. Zum Glück haben wir so eine kurze Cooldown-Zeit. Perfekt. Begib dich zum Shield-Außenposten. Der ist hier unten. Gehen wir doch gleich mal hin. Ich laufe mal jetzt hier außen rum. Wir haben jetzt zum Glück schon ein paar Höhlen aufgedeckt, wo wir rein können. Jetzt sollen wir den verteidigen. Wie ich sehe, eist du, was du tust. Eist du, was du tust. Okay, ich glaube aber, ich weiß gar nicht, ob hier noch irgendwas ist, was wir tun sollen. Können wir vielleicht hin mit den Leuten reden? Komisch. Also, suche nach den Speeren. Die Frostriesen bewegen sich direkt auf den Kommando, Kommunikationscomputer zu. Ach, da sind sie ja. Oh mein Gott. Okay, wir sollen Frostriesen besiegen. Und wir haben hier... Das ist ja mal cool. So, das Tolle ist, dass ich alle für alle 6 Sekunden ungefähr oder alle 8 Sekunden jemanden aussaugen kann. Deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen, wenn die einzeln kommen, ehrlich gesagt. Guck mich das mal an. Das sind ja keine Bosse. Und das ist ja auch ein Event, ne? Denke ich mal. Also macht das schon Sinn, hier in dieser Episode einfach mal noch ein Event zu zeigen. Die Geschütztürme helfen uns beim Schießen. Ist eigentlich fast schon ein bisschen lame. Aber so ist Rogue eben. Rogue könnte das mit denen tatsächlich machen. Einfach hingehen und aussaugen, so lange bis die tot umkippen. So, ihr seht schon, die tackeln dann sich da rein. Tja, was für eine Magie das ist. Das ist Mutation, mein Freund. Mutation. Wenn die schneller kommen, haben wir ja immer noch unsere Rückrufüberladung. Ja, so kann man die Zeit auch rumbringen. Und wie geht's euch so, Leute? Was macht ihr so? Wie weit seid ihr so in diesem Spiel? Ich habe ja schon mal gesagt, wenn ihr gerne mit mir zusammenspielen möchtet, dann fragt mich an. Schreibt einfach in die Kommentare euren Ingame-Namen rein. Dann weiß ich Bescheid und lade euch ein für meine Freundesliste. Hier, ne? Entschuldigung, hier für die Freundesliste und für die Supergruppe lade ich euch ein. Damit wir dann irgendwann mal gemeinsam raiden können und so Kram. So, und ihr dürft mir auch gerne in die Kommentare reinschreiben, welche Helden ich eurer Meinung nach leveln soll. Wobei, ich werde ein paar vorschlagen und aus denen könnt ihr dann auswählen. Das machen wir, sobald die Story vorbei ist. Ja, wir sollen den Computer beschützen, ne? Wenn ich jetzt hier hochgehe, da ist der. Steht Außenposten. Der wird uns schon auf der Karte angezeigt. So, du kommst nicht rein. Das ist Nummer 15. Einer fehlt noch. Und dann haben wir es geschafft. Wir können mal konventionell, zum Abschluss kämpfen wir konventionell gegen so einen. Also ihr seht, das ist schon machbar. Frostriesen-Schamanen kommen jetzt auch noch 10 Stück. Alter Schwede. Vielleicht soll ich einfach warten, bis die alle da sind und dann ultirisieren oder sowas. Wo sind sie denn? Ach, da sind sie. Na gut, komm, wir machen das mal so. Ich wusste ja gar nicht, dass die da stehen. Dass man dann quasi direkt dahin laufen kann zu denen. Ach, jetzt kommt die Shield-Agent noch raus. Das ist ja super.
Haben wir mal ein bisschen mehr Action hier. Frostriesenverteidiger. Aber die zählen nicht. Wir müssen Schamanen killen. Die da, das sind die Schamanen. Den da machen wir platt ganz schnell. So, sehr gut. Jetzt ein bisschen mehr Chaos. Alles nur, weil ich unsere Taktik kaputt gemacht habe und rausgerannt bin. Aber ich denke mir, ist immerhin ein bisschen spannender, als gar nichts zu machen. Und ihr seht schon, mit denen ist nicht zu spaßen. Und sie laufen weg. Grandios, wir haben es geschafft. Das heißt, wir können jetzt hier mit denen da reden. Mac Kiever. Danke für deinen Einsatz. Ohne dich hätten wir den Außenposten nicht halten können. Gern geschehen. Gab ja auch Erfahrungspunkte dafür. So, das haben wir also geschafft, Freunde. Dann würde ich sagen, ich werde erst einmal hinten rüber gehen. Kann ich hier durch? Jawohl, kann ich. Sehr gut. Und dann erkunden wir doch mal eins von diesen Gebieten hier. Wir sind noch nicht ganz fertig. Also gehen wir hier rein. Uralte Ruinen. So, da oben hoch. Da sind Dunkelelfen. Sehr interessant, dass die sich hier verkriechen. Da ist auch noch ein paar. Ich habe jetzt aber noch keinen goldenen Gegner gesehen. Vielleicht kommt er noch. Ja, mit Dunkelelfen werden wir noch oft genug zu tun haben. Da gibt es noch einiges an Viechzeug. An Dunkelviechzeug. So, machen wir hier ein bisschen Ulti. Die Rückrufüberladung, damit es ein kleines bisschen schneller geht. Und dann gehen wir mal da oben hoch. Da sind die nächsten. Das ist keine niederträchtige Magie. Das ist Mutation. So, wir haben alles geschafft. Loot Cache revealed. Hier ist auch nochmal eine kleine Kiste, die wir nehmen können. Sieht schon echt cool aus hier. Also fliegen wir mal raus. Am besten hier unten lang. Da sind wir hergekommen. Und da ist die Loot Cache. So, sogar ein einzigartiger Gegenstand ist damit drin. Schauen wir doch mal, was es ist. Nehmen wir doch mal den Ring hier mit. So. Und es ist nicht besser als unser jetziger Gegenstand. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier raus. Wir können übrigens schon das nächste Artefakt tragen mit 55. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Das seht ihr hier oben. Der Slot ist jetzt, oh mein Gott, frei. So, Freunde, die uralte Ruine haben wir gesehen. Und ich würde sagen, hier erkunden wir noch ein bisschen hier das Gebiet. Ich flieg einfach jetzt mal hier außen lang. Ja, Hydra und Dunkelelf unter sich das ausmachen. Passt schon. So, ihr wisst ja, ne? Hier ein bisschen lang fliegen und so. Was es hier noch zu sehen gibt. Hier können wir sogar rüberfliegen. Interessant. Das sind tatsächlich mal Schluchten, wo wir tatsächlich rüber können. Ich will nämlich gerne um unseren Stützpunkt herum ein bisschen aufdecken. Die Karte. Damit wir wissen, ob wir auch wirklich alles gesehen haben. Kann ja sein, dass hier noch irgendwas ist. Ich überfliege jetzt natürlich die meisten Gegner. Aber ihr wisst ja, Gegner gibt es hier tonnenweise. Es kommt ja nicht auf die Gegner an, sondern auf die Achievements. Also auf die Quests, die man erledigt. Auf die Aufgaben. Darauf kommt es an. So, ich will nicht zu viel aufdecken. Deswegen fliege ich jetzt gerade nochmal hier lang. Wenn hier irgendwas gewesen wäre, hätten wir es bestimmt schon gesehen. Ich will noch mal ganz kurz hier in die Mitte. Ab durch die Mitte, Freunde. So, da hänge ich kurz fest ein bisschen. Okay, es sieht nicht so aus, als gäbe es da noch irgendwas. Ihr seht schon, das Gebiet ist riesig, ne? Wirklich riesengroß. Alpha Team, das haben wir schon gemacht, diese Quest. Deswegen gehen wir jetzt mal hier rein, diese Höhle. Gefrorenes Grab. So, Dunkelelf, was ist hier, haben wir besiegt. Dafür gibt es die kosmischen Steine. Kosmische Weltsteine. Es sieht eigentlich genauso aus wie vorhin hier. Da ist nichts anderes. Oder doch, da ist ein Frostbuse. Tja, die kennen wohl keine Mutation hier.
Bossriesen sind immer goldene Gegner, weil die einfach so groß und mächtig sind. So, da kann man durch. Muss auch noch jemand zum Angrabbeln. So, graben wir auch nochmal an. Das war's. Sehr gut. Loot Cache revealed. Die kassieren wir auch gleich mal. Da ist sie. Ich finde die Musik auch sehr schön im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ob man das später hören kann. So, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen mal hier zu diesem Shield Außenposten hier hin und chillen einfach mal eine Runde. Ich werde jetzt hier an der Stelle die Episode beenden. Lasst meinen Daumen nach oben da, wenn sie euch gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik, dann mache ich alles besser. Ansonsten danke ich wie immer herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei der nächsten Episode von Let's Play Marvel Heroes Omega. Vielen Dank, Freunde, und hoffentlich bis dann. Tschüss.